In diesem Video beschäftigen wir uns heute mit der Subtraktion von natürlichen Zahlen. Bevor wir loslegen, sehen wir uns allerdings noch die Fachausdrücke der Subtraktion an. Wir haben hier die Subtraktion 64 weniger 36 ist 28. 64 also die erste Zahl ist der sogenannte Minuend, danach folgt das Minuszeichen, 36 ist der Subtrahend, danach das Gleichheitszeichen und das Ergebnis einer Subtraktion ist die Differenz. Im Gegensatz zur Addition gilt bei der Subtraktion das Vertauschungsgesetz nicht, da fünf weniger drei ein anderes Ergebnis hat als drei weniger fünf. Nun starten wir aber direkt mit dem schriftlichen Subtrahieren, und wir sollen bei diesen beiden Aufgaben zusätzlich auch noch vorteilhaft rechnen. Vorteilhaft rechnen bedeutet, dass du dir die Rechengesetze zunütze machst und versuchst, die Rechnung so umzuformen, dass du sie leichter lösen kannst. Bei der ersten Aufgabe 90-35-20 weniger weniger vertauschen wir die beiden Subtrahenten 35 und 20. Der Minuend, also 90, muss an der ersten Stelle stehen bleiben. Bei der zweiten Aufgabe 38-37-13 weniger weniger addieren wir zuerst die beiden Subtrahenten 37 und 13 und ziehen dieses Ergebnis dann vom Minuend 98 ab. Hier siehst du, wie bei der ersten Aufgabe die beiden Subtrahenten die Position getauscht haben und bei der zweiten Aufgabe 37 plus 13 in Klammer gerechnet wird. Das bedeutet, wir addieren die beiden Subtrahenten. Rechne ich nun zuerst 90 weniger 20, erhalte ich 70 und 70 weniger 35 lässt sich nun leicht ausrechnen. 70 weniger 30 wären 40, weniger 5 sind 35. Bei der zweiten Aufgabe haben wir 37 und 13 addiert und erhalten so 50. 98 weniger 50 sind 48. Und schon haben wir beide Aufgaben vorteilhaft gelöst. In dieser Aufgabe sollen wir nun die folgenden Zahlen stellenwertrichtig untereinander schreiben und sie subtrahieren. Wie auch schon bei der Addition ist es auch bei der Subtraktion wichtig, dass du die Zahlen stellenwertrichtig untereinander schreibst. Das bedeutet einer unter einer, zehner unter zehner, hunderter unter hunderter. Ich empfehle dir hier wirklich pro Kästchen nur eine Zahl zu schreiben, damit tust du dir um einiges leichter beim stellenwertrichtigen untereinander schreiben. Ich habe hier die Zahlen für dich nun aufgeschrieben, 124, weniger 38. Ganz wichtig, dass du hier in der zweiten Zeile das Minus nicht vergisst. Das kennzeichnet nämlich, dass es sich hierbei um eine Subtraktion und nicht um eine Addition handelt. Und schon können wir mit dem Subtrahieren beginnen. Ich beginne mit den Einern, 8 und wie viel ist 4? Diese Rechnung lässt sich so nicht ausführen. Daher muss ich mir einen Zehner ausborgen. Das notiere ich mir bereits hier und rechne nun 8 und wie viel ist 14? 8 und 6 ist 14. Diese ausgeborgte 1 wird nun weitergerechnet und zu 3 addiert. 4 und wie viel ist 2 lässt sich wieder nicht ausrechnen, also wieder 1 ausborgen. 4 und wie viel ist 12? 4 und 8 ist 12, wir haben wieder 1 weiter, 1 und wie viel ist 1 und 0. Wir haben also als Ergebnis 124 weniger 38 ergibt 86. Beim schriftlichen Subtrahieren würde ich dir empfehlen, dass du dir die ausgeborgten Zehner, also in diesem Fall 2 mal die 1, wirklich notierst, damit du sie beim Weiterrechnen auch nicht vergisst. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben findest du wie immer in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog Mathematik Rocks und wir sehen uns in der nächsten Mathematikstunde.